Die ist fast schon ein bisschen zu friedlich. So, oh, jetzt ist auch das hier verbraucht. Was macht die Festung hier unten? Der Steinbruch, der arbeitet. Wird aber wahrscheinlich 1:1 dann da unten auf die Baustelle gehen, oder? Nee, sieht nicht danach aus. Noch hier mal einen Weg, eine Verbindung hin. Und hier noch eine rüber. Wahrscheinlich müsste man hier bei ihrem Hauptquartier nicht mal groß auf Beförderung achten, wenn die eh nichts haben. Hier reicht das vielleicht, wenn du ihn losschickst oder mach den Rest einfach platt, hä? Oder vielleicht reicht einer. Ich bin gespannt, was der so alles reißt jetzt. Was habe ich gesagt? Zack, ein Angriff, fertig. Und so wurde Gelb einfach mal schnell, ja, ausradiert, ausgelöscht. Wie auch immer ihr das nennen wollt. Aber ja, wenn man kein Gold hat und militärisch sich nicht weiterentwickelt, dann geht man hier bei Siedler 2 unter. Und das hat Gelb jetzt hier gezeigt. So, und jetzt können im Prinzip... Warte, wir machen jetzt mal was. Ist das hier leer, das Bergwerk? Nee, noch nicht. Jetzt schicken wir die mal alle. In das andere Lager, dass die da schnell... Laufen dort noch hin, aber die werden, glaube ich, gleich rausgeschmissen und drehen um. Schick mal direkt in das andere Lager, dass sie dann dort schnell zur Verfügung stehen. So, warum machen die denn hier nichts mehr bei dem Goldbergwerk? Achso, wahrscheinlich... Wir haben jetzt die Nahrungsmittel nicht mehr, um alle Bergwerke hier vernünftig zu versorgen. Na gut, wir haben eh ein bisschen was auf Lager an Gold. Das macht dann jetzt auch nichts. Ja, jetzt geht's hier unten weiter mit Orange. Die Festung muss dann auch mal bitte schnell fertig gebaut werden. Ich denke mal, die kann man direkt sperren für Beförderungen. So, oh, da kommen unbeförderte Soldaten. Oh, da lag ich ja mit meiner Einschätzung komplett daneben, dass hier Generäle ankommen. Komm, die gehen jetzt alle hier erstmal rein in das Ding. Ja gut, dann mache ich die Beförderung halt auf. Jetzt kann ich halt hier nichts bauen. Jetzt müssen sie erstmal hier das Zeug... abdingsen. Oder kann ich von da drüben irgendwie was reißen? Damit das ein bisschen schneller geht, machen wir gleich mal ein kleines Steinbruch-Spamming. Achso, jetzt kann ich ja den Spähturm wenigstens wieder abreißen. Der müsste ja dann dort safe dann dort reingehen. Aber ich kann jetzt ja auch an keiner sinnvollen Position einen neuen bauen. Weiteren
Steinbestände bei dem hier. Und ein Eisenbergwerk ist verbraucht. Was macht denn eigentlich der Steinmetz, der hier drüben noch irgendwo was hatte? Hier, auch der arbeitet noch. So, Waschstube ist fertig. Jetzt gucken wir, was hier eigentlich für Soldaten drin sind. Oh, das ist schon ein guter Ansatz hier. Drei Generäle kommen hier raus. Können wir das wieder sperren? Das können wir wahrscheinlich auch sperren. Dann gucken wir mal, dass wir hier die Steine ein bisschen umbauen. Ah, hier passt jetzt eine Festung hin. Genau, das wollte ich. Kohlebergwerk verbraucht. So, bau jetzt mal schnell die Festung fertig. Jetzt war es nicht dumm, hier oben ein Lager zu haben, wo es so ein bisschen eine Grundausstattung an Ressourcen zum Bauen gibt. Das ist immer so ein Tipp, wenn ihr irgendwo ein Lager baut, dann baut da immer gleich noch ein Sägewerk, eine Holzversorgung, also Holzfäller, Forsthaus und wenn es irgendwo Steine gibt, ein Steinbruch oder eine Granitmine hin. Die machen aber auch nichts mehr groß, ne? Die Landesgrenze, Landesgröße bei dem relativ konstant geblieben. Militärmacht, Gold. Das ist auch, geht hier jetzt doch ein kleiner Anstieg. Das sieht man so ein bisschen schlecht. Na gut, es geht. Aber. Kohlebergwerk schon wieder verbraucht. Gut, hier gibt es noch so viele Berge hier, wo man was abbauen könnte, wahrscheinlich. Ja, ich habe es auch gelesen. Mach's weg, bitte. So, die bauen jetzt hier ordentlich ab. Dann ist die Festung jetzt auch fertig. Hier würde noch eine hinpassen. Aber wir gucken jetzt erstmal, was sich jetzt sich durch diese Festung an Baugebieten kommen. Und dort. Stube hinstellen. Ich sag, ob die dann hier unten auch irgendeine Verbindung haben. Aber wir lassen das einfach bei der Wachstube. Die wir jetzt einmal schnell fertig bauen. Gut, da sind nur Generäle drin. Das ist in Ordnung. Ja, 37 Generäle haben wir noch. Also wenn das mal... Das Tolle ist, dort haben wir was. Kohlebergwerke geht jetzt auch schon am Bach runter. Naja, gut. Ist hier noch immer Platz für eine Verstärkung? Nee, ne? Jetzt gehen die ganzen Bergwerke hier platt. Warte mal, machen wir was anderes. Wir werden aber die ganzen Goldmünzen dort runter schicken, dass die dann auch immer gleich in der Nähe sind. So, ja, jetzt ist natürlich die Frage.
ich sagen, starten wir doch mal den Angriff. Guck mal, da in den Wachturm 6 Leute reingehen, greife ich da doch einfach mal mit 6 Leuten an. Dann ist das dann gleich wieder... Hä? 3 kommen da nur? Ich hab doch mit 6 angegriffen. Hä? Ich hätte jetzt gedacht, dass von hier noch Leute rauskommen. Oder kommen die von woanders jetzt her? Seltsam. Na gut. So, der Kampf gegen Orange beginnt. Zack, gewonnen. Oh, 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 Katapultalarm. Da müssen wir dringend jetzt schnell vorgehen, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Das Katapult könnte wahrscheinlich jetzt draufgehen, wenn wir das erobern. Aber die schießen nicht, ne? Oder haben die wieder so eine komische Verzögerung? So, das ist weg. Wahrscheinlich das hier hinten auch noch angreifen. Oh, jetzt schießt es. Na gut, das, oder vielleicht trifft er daneben. Ah, natürlich voll getroffen. Was auch sonst. So, wo läuft denn der hier hin? Wo ist denn der jetzt hin? Hier ist doch gerade ein Soldat von mir im Nichts verschwunden. Geht's noch? Jetzt kommt er wieder an und? Was hat er vor? Kannst du bitte angreifen? Und das nächste weg. Ach, die... Das ist ja auch dumm. Die verlieren dann ihr Ziel, wenn das Gebäude von dem Katapult zerstört wurde. Oh, das war... Oh, jetzt habe ich die... Scheiße. Jetzt habe ich die Fahne weggerissen.